Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Let's Play Minecraft, zu einer kleinen Mini-Folge, in der wir nicht viel schaffen werden. Oh, ist das hier dunkel? Ich setze mal ganz kurz eine Fackel auf den Boden. In der wir nicht so viel schaffen werden, weil ich habe wenig Zeit leider. Huch, aber ab der nächsten werde ich wohl wieder mehr schaffen. Das sage ich schon zum Start dieser Folge. Ich werde aber auf jeden Fall versuchen, in dieser Folge ein bisschen, ja, ne, und so das Feld weiter vorzubereiten. Ich habe hier auch so ein kleines Fail gebaut. Ich hätte jetzt mal die Shader reinhauen können, denn in der 1.6.2, ich habe zwar nicht... Ich kriege Optifine und Forge nicht zusammen zum Laufen. Das haut nicht hin mit Forge. Ich habe mir sogar schon von anderen deren Version-Ordner schicken, das per Skype. Das hat nichts gebracht. Denn immer wenn ich Optifine und Forge zusammen installiert habe, dann... Naja, kann ich... Minecraft startet zwar, aber ich kann nichts in den Einstellungen ändern oder eine Welt betreten. Das geht auch nicht. Denn dann crasht Minecraft sofort und wenn ich Minecraft komplett neu aufsetze und das dann nochmal versuche, dann kann ich Minecraft gar nicht mehr starten. Ja, ich weiß gar nicht, was das alles soll, aber naja, so fangen wir mal an mit 36 Erde. Ich habe jetzt hier kein Optifine drin, aber ich bin natürlich auch ein bisschen blöd. Shader habe ich jetzt auch vergessen. Ich bin natürlich ein bisschen blöd. Bisschen ist gut vor allem. So, ich fülle das hier nochmal ein bisschen auf. Wo ist denn die Sonne eigentlich? Ach, die geht auch bald wieder unter. Ich hätte jetzt gerne Shader drin, jetzt habe ich den nicht reingehauen. Und ich meine, ich habe jetzt kein Optifine drin und keinen MC-Patcher benutzt. Ja, was ist daran jetzt so schlimm? Ich meine, die Texturen sehen doch genauso aus wie vorher, oder nicht? Oder seht ihr da Unterschiede? Also ich nicht. Wollte ich schon immer so gesagt haben. Man braucht für HD-Packs nicht unbedingt einen HD-Patch. So, dann räume ich hier nochmal. Haben wir noch Schaufeln dabei? Ja, eine Schaufel und 7 Eisen. Gut, ich räume ein bisschen Erde mal weg. Huch, ist das laut. 100%? Alter, was ist denn hier los? Gibt's ja gar nicht. So, ein bisschen Erde hier wegräumen. Oder krass hier wegräumen, damit wir noch mehr Platz fürs Feld haben. Denn das Feld wird sehr groß werden. Würde ich mal so sagen, ne? Und so. Und jo. Ich glaube, das könnte ich mal so ansprechen jetzt hier, während wir hier noch Gras wegschaufeln. Eine ganze Menge. Weil das Feld soll wirklich riesig werden. Ja, da hat ja auch letztens, besser gesagt vorhin, ich weiß ja jetzt noch nicht, wann ihr das Video seht, aber vorhin war das für mich, hat jemand unter die Kommentare bei mir geschrieben, unter irgendeinem Video, ich glaube Folge 8 von dem GTA Let's Play, hat jemand geschrieben, also ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus, da hat jemand geschrieben, Alter, warum habe ich dich überhaupt abonniert, du alte Vollmongo? Ja Leute, sorry, aber... Sowas stört mich nicht, solche Kommentare. Aber wenn jemand schreibt, du alte Vollmongo, wieso habe ich dich abonniert überhaupt? Ja, das müsst ihr nicht mich fragen. Und vor allem, das sind doch bestimmt wieder irgendwelche Elfjährigen. Also, ich kam zumindest vorhin nicht mehr aus dem Lachen raus. Jetzt haben wir aber viel Erde hier. So. Wie viel Erde schaffen wir jetzt noch hier weg? Ach, da muss ja noch eine ganze Menge weg. Also sorry, dass diese Folge mal wieder so eine langweilige Folge wird. Kuh, jetzt stehe ich im Weg. Oh ne, ich töte die mal nicht. Du bist eine liebe Kuh. Ich töte die. Dreh doch nicht den Kopf einfach weg. Was soll das denn? So. Ich hoffe, hier noch ein bisschen Erde weg. Und yo. Hier muss die Erde muss hier weg. Oh, es wird langsam Nacht. Ich gehe mal wieder rein, besser. Ist da schon wieder drinnen was gespawnt? Nee, war doch letztens so. Weiß ich noch. Weiß ich noch ganz genau. Weiß ich noch ganz genau. Das weiß ich noch ganz genau. So, rein hier. Denn wir müssen gleich pennen. Also jetzt verstehe ich auch, wieso hier was gespawnt ist. Guckt euch mal an, wie dunkel das hier eigentlich ist. Das gibt's ja überhaupt nicht. Sag mal, soll ich das... Resource Pack jetzt so drin lassen, das converted. Oder soll ich mal Misa reinhauen? Ich hau mal kurz Misa rein. Nur mal so kurz. Ich will mal gucken, wie das so aussieht mit Misa. Also Misa läuft mit einmal total flüssig. Sonst hatte ich immer... Ich hatte auf meinem Laptop immer... Der ist ja nicht so perfekt. Da hatte ich ja... Wieso ist denn das? Es wird doch Nacht. Da hatte ich ja... Mit Misa immer richtige FPS-Probleme. Aber hier auf meinem Gamer-PC, da geht's super. Wie ihr seht. Finde ich geil. So, dann jetzt leg dich doch mal hin. So, Mensch. Und jo, habe ich... Alter, habe ich das Mikro überhaupt an? Ja, habe ich an. Gut. So, hoch.
Dann würde ich mal sagen, noch ein bisschen wegschaufeln. Und im Keller können wir eigentlich auch nochmal wieder gucken. Guckt euch mal an, wie der Sand jetzt aussieht. Und hier haben wir wieder den geilen Strand, Alter. Das sieht so geil aus. Und wenn wir die Shader wieder reinhauen und auch mal wieder Hannibals Pack dann dazu reinhauen, also dann sieht das doch bestimmt ultra geil aus. Und hier die Sonne geht da hinten hinterm Dschungel wieder auf. Ach, das ist doch geil. Ich lasse jetzt mal kurz Misa drin, um mal ein bisschen zu testen, wie das so aussieht. Das erinnert mich voll an alte Zeiten, also an die Beta 1.6.6, als ich Minecraft kennengelernt habe. Oh man, sorry, dass ich dieser Folge nur Müll rede und dass sie langweilig wird. Nächste wird wieder besser, hoffe ich mal. Ich stehe gerade nur ein bisschen unter Videodruck. Ich habe nämlich im Moment sehr wenige Videos, unter Zeitdruck meine ich. Ich habe im Moment viel zu wenige Videos hochgeladen und ich muss mal wieder was aufnehmen. Ich glaube, ab nächstem Mal mache ich das so, dass ich mal abwarte, wenn ich motivierter bin und dann mal wieder aufnehme, damit ich vernünftige Folgen raushaue. Oder? Was sagt ihr dazu? Naja, ich nehme mir nochmal ein bisschen Erde weg, damit wir schon mal die Fläche für die Farm vergrößert haben. So, so, so. Oder was ich auch nochmal machen könnte, Resource Packs, Painterly. Painterly hat zwar eine schlechte Quali, aber ich lasse das einfach mal kurz drin. Denn das, was ich bei Painterly so gut finde, sind die Fackeln. Schaut euch mal an, wie die Fackeln aus. Na gut, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde die trotzdem geil, wenn man in Höhlen ist, die Steine dann und dazu dann die Fackeln. Finde ich geil. Ach komm jetzt, Leute, ich mach mal wieder Hannibals rein, bevor hier jemand rummeckert. Ey, Misa und Painterly ist ja voll scheiße. So. Ich hab so. So, bisschen Erde hier wegschaufeln. Wie oft sage ich das denn noch? Naja, auf jeden Fall, ich will mal, was können wir hier eigentlich noch so bauen? Also wir müssen noch in die Höhle gehen, was ich ja schon seit 10.000 Folgen sage. Vielleicht machen wir das auch in der nächsten. Die Farm müssen wir fertig kriegen. Und was müssen wir noch alles? Was müssen wir noch alles? Ich schau mal kurz im Keller, was da noch so gemacht werden muss. Und in den Dschungel können wir auch mal erkunden. Ich glaube, da können wir auch mal hingehen demnächst. Alter, wir haben noch so viel vor. Und was wir noch so bauen können, schreibt mir bitte auch noch mal so ein paar Bauideen in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ich nehme mal zur Sicherheit das Schwert in die Hand, falls so Ungeziefer gespawnt ist, aber ich gehe nochmal kurz hoch. Ach, hier sind wir auch noch nicht fertig mit unser Haus. Vielleicht sollten wir das mal als nächstes in Anspruch nehmen. Und Holz habe ich natürlich auch keins. Ja, dann müssen wir da auch mal wieder Holz fällen gehen. Sag mal, ist das hier hell genug? Jo, ist hell genug hier. Und ach ja, ich hab hier so eine richtige Scheiße fabriziert vor den Ferien. Das war ja, Alter, sag mal, manchmal frage ich mich aber ernsthaft, wieso ich Minecraft spiele. Ich kann das doch gar nicht. Guckt euch mal an, wie blöd ich wollte das doch nicht. Was habe ich überhaupt gemacht? Alter, was habe ich mir gemacht? Das hätte zubleiben müssen. Ich hätte mich weiter runterbuddeln müssen und dann so eine Wand hier ausbuddeln müssen und dann, ja, bis da Wasser kommt und dann Glas da hinsetzen und dann den Weg hier bauen. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Aber dann nicht so, was habe ich mir gemacht? Was habe ich mir dabei überhaupt gedacht? Ich repariere das mal kurz wieder ein bisschen. Wir haben ja eine Menge Erde jetzt. Hallo, hallo. So. 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 Ach, hier kommt ja auch noch das ganze Wasser raus. Ist auch ein bisschen dunkel hier, ne? Und so, wie ihr seht. Ich hänge hier mal eine Fackel rein. Ach Mensch, was habe ich denn hier eigentlich gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Alter, was habe ich hier denn gemacht? Ja, verstehe ich jetzt gerade nicht, wieso, weshalb, warum ich hier so Müll fabriziert habe. Jetzt sieht das hier auch alles total scheiße aus. Hier sind Steine, Sandsteine, Pflastersteine. Sag mal, geht das Wasser jetzt auch mal weg? Wo kommt denn das jetzt noch her? Da kommt es noch her. Oh, Leute. So, Wasser geht weg. Alter, wie das hier aussieht auch. Ja, jetzt geht das nicht weg. Menno, das gibt's doch alles nicht. Mann, was baue ich denn hier? Alter, ich sehe auch nichts. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade den Block gesetzt habe. Alter. Schlimmer wird's nicht mehr. Hallo. Alter, was ist denn das hier? Ja, sorry, ich sehe auch gerade nichts und ich bin total unmotiviert gerade. Amotiviert. Aber ich wollte halt mal wieder aufnehmen. Och, meine Fresse jetzt. Also, sorry für den Ausdruck, aber das dreht einen auf langsam. So, so.
Oh Mann, 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 Mann. Kann hier auch die Erde weg? Na, jo. Alter, da ist ja auch noch was. Ja, sorry für diese langweilige Folge jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon langweilige Folgen nur rausbringe. Aber die nächste wird hoffentlich wieder besser. So, geht das Wasser jetzt weg? Ach nee, hier kommt ja auch noch was raus. Kein Wunder. Ah, kein Wunder, dass das Wasser nicht weggeht. So. Ich hänge hier mal eine Fackel rein. Und weißt du, was ich jetzt mache? Mir wird das jetzt zu blöd. Ich glaube, ich mache den Rest in der nächsten Folge. Und schreibt mir bitte, wie gesagt, auch nochmal in die Kommentare, was wir noch so hier bauen könnten. So ein paar Bauideen noch in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jo, und weißt du was? Sorry, dass wir hier in dieser Folge wirklich null geschafft haben. Aber ich wollte mal wieder eine rausbringen. Und die nächste wird hoffentlich spannender. Das schaffen wir mehr. Hoffe ich zumindest mal. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in Kürze wieder in der nächsten Folge, die spannender wird. Und hoffentlich mit mehr Mods auch wieder. Und ihr könnt natürlich auch mal bitte in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes so machen sollen. Weil ich habe keinen Plan, ob ich jetzt erst das Feld machen soll, das Haus weiterbauen soll. Oder unten das weiterbauen soll. Oder was ganz anderes machen soll. Oder Dschungelkunden. Oder ob ich sofort wieder in die Höhle gehen soll. Hey, da gibt es so viel, was man machen könnte. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.